Zuallererst ein kräftiger Schluck aus der Eigenhahn-Tasse. Denn Eigenhahn heilt. Du, das ist mein eigener Hahn. Aber dein eigener? Ja, mein eigener, selbstverständlich. Die 3, die 2, die 1 auf mich. Herzlich willkommen zu den News. Sein Name ist Dirk Stiermann. Richtig, und mein Name ist Dirk Stiermann. Wir fangen gleich an mit der Kultur, meine Damen und Herren, die Viennale. Die Viennale war ein riesiger Erfolg, volle Seele, alle Filme ausverkauft. Und es war zu Gast die deutsche Pornoqueen Dolly Buster. Und die war natürlich auch vollkommen irritiert von diesem Zuschauerzuspruch. Und sie hat dann danach ein Interview gegeben und hat gesagt, Zitat, das Kino war ja gerammelt voll. In meinen Filmen wird immer nur voll gerammelt. Der ehemalige Superman-Darsteller Christopher Reeve ist zurück auf der Leinwand, diesmal ohne Rollstuhl. Der Film heißt Das große Krabbeln Teil 2. Geschmacklos, Grissemann. Wir kommen jetzt zu etwas Stilvollerem, wenn es dir recht ist, mein Zu etwas Tieferem? Etwas Stilvollerem. Ach so. Ja. Schade. Und zwar ist uns jetzt zugeschaltet live aus Paris der Meister des Stils schlechthin, Karl Lagerfeld, der Modezar. Wem sage ich das? Sie wissen das alle. Sie haben doch sicher auch Kleider von ihm zu Hause in ihrem Kleiderschrank hängen. Machst du Maul auf, wenn du redest? Karl, eine kleine Frage an dich. Es ist ja so, dass deine Branche zurzeit ja von vielen Schicksalsschlägen erfüllt ist. Viele Schicksalsschläge hat hinnehmen müssen, lieber Karl. Trussardi, ja, er ist ja von einem Hasen auf der Autobahn überfahren worden. Gucci wurde erschossen. Versace hat sich erschießen lassen, nachdem er erfahren hat, dass Dominik Heinze seine Anzüge trägt. Jetzt die Frage an dich, ist das eigentlich der Grund, warum du ständig schwarz trägst? Ja, es ist niemand oder wie sie heißen, das ist doch gar keine Frage. Schwarz ist das ideale Beerdigungsoutfit. Es lohnt sich für mich doch gar nicht mehr, mich zwischen den ständigen Bestattungen überhaupt noch umzuziehen. Claudia sagt das natürlich auch immer. Verstehe, Karl. Es war ja früher so, dass die zentrale Frage bei Modeschauen immer war, ist die Mode tragbar? Inzwischen ist die wichtigste Frage ja, wo ist die Tragbare? Eine Meldung noch aus dem Musikbereich. Die Rolling Stones-Fans weltweit machen sich Sorgen um Charlie Watts. Denn die Ärzte überlegen jetzt tatsächlich, ob sie die Drum Machine, an die Charlie Watts die letzten 40 Jahre angeschlossen war, nicht doch jetzt endgültig abschalten. War das jetzt richtig? Mhm. Ja? Ich dachte ja, dass Charlie Watts schon längst tot ist. Oder? Ist er nicht auf der letzten Essen auf Rädertour gestorben? Nein, nein, er lebt noch. Er lebt noch. Alles klar. Wird's schon fertig? Man kriegt das nie mit bei deinem. Ja. Zum Schluss noch eine besorgniserregende, ernsthafte Meldung, die mir gerade reingereicht worden ist. Die niederösterreichische Kleinstadt Ybbs ist seit gestern 15.32 Uhr spurlos verschwunden und 12.000 Bewohner sind selbstverständlich fassungslos. Die Polizei schließt eine gewaltsame Entführung nicht aus und bittet uns um folgende Frage. Wer hat eine etwa 300 Jahre alte pastellfarbene Kleinstadt aus Österreich gestern zwischen 15 und 16 Uhr gesehen? Für sachdienliche Hinweise hat die niederösterreichische Landesregierung ein Wochenende in Ybbs als Belohnung ausgeschrieben. Neben Susanne Vukic steht jetzt der Bürgermeister von Ybbs. Susanne, bitte. Hinter mir stand einst ganz Ybbs. Neben mir steht ein gebrochener Bürgermeister. Ybbs, wenn es dich noch gibt, bitte melde dich. Wir können über alles reden. Das war Susanne Vukic live aus Ex-Ybbs. Das war's wieder, das waren die Neuigkeiten. Sein Name ist Dirk Stiermann. Und mein Name ist Dirk Stiermann. Tschüssikowski. Bis dann, Imanski. Wir sehen uns, wir sind ja nicht blind. Und jetzt schalten wir noch zu Werner Scheidenfein von Deichselbild. Lieber Werner, dein Job jetzt. Jo, mein Lieber. Jo, mein Lieber, gib mal was. Danke dir. Danke dir auch. Grüß dich. Servus.